Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal Captain of Industries. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen länger draußen, ja, halt in der Early Access Version, ist auf Steam natürlich erhältlich. Und ja, es ist relativ spannend. Ich hab's mal angespielt, bin ja ein bisschen weiter mal gekommen, habe mich ein bisschen einprobiert, wie gut komme ich damit zurecht. Aber ich habe es nicht durchgespielt, kam nicht bis zu den letzten Dingern. Also ich diesen Hintergrund habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Außer vielleicht in Kerbal Space Program und da sind sie meistens bei mir abgestürzt. Auf jeden Fall habe ich eine coole neue Serie. Wird auch viel passieren wahrscheinlich. Also ist natürlich viel Micromanagement und alles drum und dran. Und ist mal wieder was anderes neben... wirklich anders wie Surviving Mars ist jetzt nicht, auch wenn wir nicht unbedingt Sauerstoff und Wasser lagern müssen, aber Wasser und Sauerstoff werden wir trotzdem halt für Prozesse, die wir hier automatisieren müssen. Kerbal Space Program wird außerdem in Zukunft auch mal wieder kommen. Ich muss noch schauen, wie ich es wieder wie Standard mache, meine typischen Let's Plays, oder ob ich da was Neues probieren werde. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe, wie ich es hinkriege. Und wie groß der Aufwand hier ist, weil ich leider nicht so viel Zeit für leider alles habe. Na gut, aber nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, sagt man ja schön beim Trinken immer. Machen wir es denen nach. Wir machen ein neues Spiel. Und ich habe mir gedacht, ich habe mal auf der hier gestartet mit brutalen Einstellungen. Und habe mir das ganz schön hardcore versucht, diese Klippe hochzukommen. Ich habe gedacht, wir machen den goldenen Gipfel. Weil es doch, sag mal, die finde ich alle ein bisschen so meh. Da passiert nicht viel, da geht es wenigstens ein bisschen rauf, da ist ein bisschen Wald hier, ein bisschen Wald dort. Das könnte spannend werden. Wir lassen alles mal auf Standard, würde ich sagen. Matrose, Captain. Ich würfel mal hier rum, Gameseed, ein bisschen rumwürfeln, ich weiß nicht, was der alles macht. Ich lasse jetzt einfach mal auf Captain, würde ich sagen. Lagerstätten der Welt. Beeinflusst die Größe der Lagerstätten auf der Weltkarte. Zum Beispiel Quarzbergwerke. Erträge der Farm. Ich würde sagen, aber wir machen es mal auf Standard und starten das Spiel. Ich sag's, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Das Spiel ist mega geil. Ist natürlich noch Early Alpha, bedeutet Early Access, bedeutet, da kommt natürlich einiges noch dazu. Aber wenn ich diese Rakete im Hintergrund sehe, auch wenn der Turm jetzt, wenn ich mich irre, nicht zu der Saturn 5 gehört, weil das ist eindeutig eine Saturn 5 vom Aufbauen her. Und dieser Arm schaut mir hier eher nach SpaceX aus. Und das Teil dahinter schaut, ja, könnte Saturn 5 sein. Haben wir diese Verlängerung, könnte es auch wiederum vom Space Shuttle sein. Also auch passend tut es nicht, aber die Ästhetik schaut schon geil aus, wenn hier so ein Bagger das Ding belegt und hinten schießt eine Rakete in den Weltraum. Wäre natürlich irgendwie interessant, wenn in Zukunft dann auch noch so, keine Ahnung, Captain of Industries Space kommt oder sowas und du dann im Weltraum eine Mine baust, wo du, keine Ahnung, Mondroboter, boah, das, ey, Leute, von Captain of Industries, mach das Spiel nochmal auf dem Mond, ich wäre so dabei. So, okay, wir sind hier angekommen. Captain, wir haben soeben angedockt, sowohl unsere Schiffe als auch unser örtliches Schiff, der Dock, werden größere Reparaturen benötigen. Die verlassene Kommunikationsstation in der Nähe des Docks könnte abgebaut und zum Schmelzen von Eisen in einem Hochofen verwendet werden, damit wir mehr Fahrzeuge und Konstruktionsteile bauen können. Es ist wichtig, so schnell wie möglich Forschungslabore zu bauen, damit wir weitere Baupläne für wichtige Dinge wie Farmen oder ein Leuchtfeuer entwickeln können. Sie können mehrere Forschungslabore bauen, um die Forschung zu beschleunigen. Ein Freund Dorf, mit dem Sie handeln können, ist in der Nähe. Überprüfen Sie die Weltkarte. Handel kann eine Rettung sein, falls Sie Engpässe kritische Produkte geraten. Deshalb sollten Sie so schnell wie möglich einen Handelsdock erforschen und errichten. Gut, lassen wir es gleich mal starten. Das ist dieser alte Kommunikationstower. Das Spiel schaut grundsätzlich mega geil aus. Jetzt lassen wir mal gucken. Wir haben am Strand keinen Sand, aber wir haben hier drinnen. Oh, hier haben wir einen schönen Sandstrand hier. Oh, der Goldberg, okay. Ich verstehe schon, warum das hier der Goldberg ist. Und wir haben hier eine schöne Eisenmine direkt vor Ort. Was wir auch brauchen werden, ist Quarz. Aber wir können mal rein theoretisch. Hier gibt es die Ebenenkarte. Und dann sehen wir schon. Ich brauche Kalkstein. Kalkstein befindet sich zum Beispiel hier. Das war jetzt Kohle, die ich ausgeschaltet habe.
Kohle befindet sich nicht hier komplett entlang. Bedeutet, das ist ein komplettes Kohlesystem, das können wir abminen. Da werden wir von vorne reinminen und dann einfach durcharbeiten. Eisenerz hier natürlich sehr, sehr präsent. Was ich sehr cool finde, wir haben hier direkt einen richtigen Punkt Grundwasser, was unser Leben direkt mal erleichtern würde. Das steht schon noch Kupfererz aus, bedeutet hier auch eine große Kupfermine. Bedeutet, das hier wird allgemein ein riesiges Massiv an Abbau. Und das hier oben schaut mir nach Golderz aus, was natürlich sehr, sehr geil ist. Geländeraster natürlich hier aktiv bauen, bekippen, hin und her. So. Als erstes können wir natürlich die Wiederverwertung hier beginnen. Dann geben wir unseren Sägemaschinen erstmal den Auftrag, den Weg zu der Kohlemine freizuschaufeln. Denn ich bin ein Fan davon, Kohle abzubauen, anstatt Holzkohle zu produzieren. So, wir markieren erstmal den kompletten Wald hier auf der Seite, da ich den hier für wichtiger achte. Wir können hier direkt Unterkünfte rein theoretisch erweitern jederzeit. Der Bagger tut die hier gleich weitermachen. Wir haben Lebensmittelmarkt schon dran, eine Abfallsammlung ist für die aber auch ganz, ganz wichtig. Das kommt hier direkt mal vorne dran. Was jetzt aber natürlich auch, die Forschungslabor müssen wir bald bauen. Was aber, mit dem wir jetzt anfangen müssen, ist hier die Köhlerei. Die Köhlerei ist hier, damit wir Kohle herstellen können. Und die werden wir jetzt fürs erste Mal hier hinstellen. Zwei Köhler. Daran müssen wir jemals einen Schornstein, damit wir die Gase entleeren können. Wir haben leider noch keine andere Möglichkeit, was hier zu machen. Aber die können jetzt direkt mal das hier aufbauen. Und wir müssen natürlich ihm hier jetzt mal zum Beispiel zwei Fahrzeuge zumuten. So. Wir lassen es mal am Anfang noch in der normalen Geschwindigkeit. Jetzt haben wir hier die Öfen. Die sind natürlich direkt ausgewählt, dass wir Holz brauchen und alles drum und dran. So, die sind jetzt ihm zugewiesen. Oder die werden sich darum jetzt kümmern. Und am Anfang wird das alles hier noch so ein bisschen eng, nennen wir es so. Also es wird nicht die schöne Hollywood-Party, die wir so kennen. Es wird alles sehr, sehr eng noch sein und wir müssen teilweise noch schachteln, aber es wird sich hoffentlich dann in der Zukunft ändern. Als nächstes brauchen wir Hochöfen. Und das ist sozusagen die nächste Stufe, dass wir zur Metallgießerei auch kommen. Die würde ich fürs Erste gerne schon mal hier platzieren. Ich mache es immer so, dass eigentlich jeder Hochofen von mir einen eigenen Gastank bekommt. Ich habe es mal anders gemacht, aber es wäre sehr eng von der Verkabelung. Was du nicht auch machen kannst, du kannst das hier einfach mal kopieren. Und hier so anschließen. Zack. Am Anfang werden wir noch die alten Schrotte, den Eisenschrott hier verarbeiten, den wir hier haben. Bedeutet, da werden wir noch nicht Reste übrig haben, was vorteilhaft ist. Später wiederum werden wir aber das haben. Und deswegen müssen wir hier mal direkt eine Rinne erzeugen. Und dann die Rinnen dementsprechend auch weiter platzieren noch. Jetzt muss ich kurz warten, weil ein großer, großer Nachteil, muss man sagen, ist, dass wenn die Fahrzeuge hier im Weg stehen, dass die dann teilweise nicht mehr wegkommen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil er zum Beispiel wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit rauskommen. Deswegen würde ich den gerne zurücksetzen. Das ist keine Funktion, Fahrzeuge vorhanden, wenn du kein Fahrzeug unterstützt. Das ist problematisch, weil du kannst die nicht wohin schicken. Die stehen jetzt einfach alle hier rum. Und die werden jetzt wahrscheinlich dann alle zugebaut. So. Jetzt machen wir das hier hinten zu. Schließen das hier an. Und das hier auch. Versuch immer so ein bisschen, ja, modular zu bauen. Der ist jetzt halt, das ist jetzt das Problem. Der ist jetzt hier. Kannst hier nicht erreisen. Okay, also rein theoretisch. Nochmal abmachen. Und das werde ich jetzt auch noch machen. Ich muss hier mal kurz ein Loch öffnen. Damit der Hyopai hier rauskommt. Ich will ihm sagen, dass er jetzt hier hinfahren soll. Und dann soll nochmal die Verbindung hier machen. Damit wir nachher nicht hier ganz gemütlich die Abfuhr von den verschiedenen Metallen machen können. So, jetzt seht ihr schon, die starten jetzt langsam hoch. Er hat das erste Eisen bekommen. Und die erste Kohle. Am Anfang alles noch sehr, sehr ruhig. Jetzt
wir haben natürlich erst noch ganz wenig, sagen wir mal, an Sachen zur Verfügung stehen. Was wir ja gleich auch machen können, ist ein Forschungslabor. Und die Forschungslabor, ich brauche jetzt mal mein Forschungslabor hier hin. Gleich mal zwei für den Anfang, sollte das dann hoffentlich reichen. Und ihr seht es schon, hier wird jetzt, geht das geschmolzene Eisen lang. Dadurch, dass wir aktuell nur noch vertreiben, passiert hier noch wenig. Ihr seht auch hier immer die Pfeile und jetzt wird das natürlich aufgeteilt hier. Wird die Hälfte geht hier lang, die andere Hälfte geht weiter zur nächsten Maschine. Und wenn die genug hat, dann ist die am Arbeiten. Tut Eisenplatten schmelzen. Seht ihr schön, hier fließt rein. Ich finde, es ist schick animiert. Also es schaut schon schick aus. Wie das hier reinfließt, die Maschinen arbeiten. Das haben sie echt schick gemacht. Also großes Lob an die Ersteller natürlich hierbei. So, jetzt wird das hier gemacht. Die tollen aus und dann sollten die eigentlich nach vorne klappen und dann fließen die hier ab. So, wir haben natürlich unsere Forschungslabor jetzt. Ah, da jetzt, seht ihr es? Öffnen sich und dann wird es rausgezogen und dann werden die abtransportiert und dann sind hier auf Lager die Eisenplatten. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, Forschung zu betreiben. Haben wir einen riesigen Baum, also der ist jetzt schon lang und endet hier oben mit Schiffswaffen 3. Ich weiß gar nicht, hier irgendwo sind auch die Raketen, Raketenmontage und Start. Wir kommen hier noch relativ weit. Energie wird auch relativ anstrengend, also kann ich euch jetzt schon sagen, Strom produzieren ist nicht einfach später mal. Am Anfang noch relativ easy. Aber irgendwann schlimm. So, wir brauchen natürlich bestimmte Sachen. Als erstes will ich Farm erforschen, damit unsere Leute hier Essen haben. Als nächstes die Montagehalle, damit können wir Sachen herstellen. Danach werde ich gerne einen Bagger, damit wir Kohle abbauen können. Ein Handelsdock ist super, ein Stücklager, da können wir Sachen drin lagern. Wartungsdepot wichtig. Ich habe es am Anfang unterschätzt, aber so ein Wartungsdepot ist echt, echt wichtig, damit eure Maschinen, vor allem wenn ihr immer mehr habt und immer mehr, damit ihr genug Wartung habt, damit eure Maschinen neu laufen bleibt. Ansonsten könnt ihr nicht echt untergehen. Dieselgenerator für Strom, damit Maschinen laufen, Technik läuft. Immer wichtig. Und dann lassen wir das direkt mal erforschen. Wir können direkt weiter forschen lassen. Einfach sozusagen hier sagen, hey, forsch weiter. Eben die Reihenfolge so ein bisschen vorgeben. Wir tun danach das normale lose Lager hier erforschen. Synthetik noch. Schiffsdock und Kupferlegierungen. Das ist auch sehr schön. Fahrtungsrampen bedeutet, du kannst Sachen verlegen neu. So, hier noch. Und hier irgendwo müsste dann auch die neue Forschung kommen. Ich weiß nämlich, dass das extrem nervig ist, die ganze Zeit das neu zu bestücken. Bewässerte Farmen, die machen auch schön einfach das Leben. Gemüse ist eine tolle Sache. Grundwasserextraktion für Wasserwerke. So, Fahrzeug, effizienterer Beton. Förderstreckenausgleiche, das verteilt es gleichmäßig auf der Strecke. Forschungslabore kommen dann hier, das tun wir nach Unterkünften 2 machen, würde ich sagen, und Verordnungen. Und bis hierhin können wir forschen und dann brauchen wir die neuen Labore. Und dann kommt der nächste Teil und da fallen dann auch neue Energievarianten hinzu und neue Varianten Öl zu produzieren, denn dann können wir Fracht liefern. Das Labor ist bereit, Eisenverhütung, Abfall und Verkippung. So, jetzt haben wir hier das Problem, hier wird langsam sich immer Müll ansammeln. Es gibt verschiedene Varianten, wie wir mit dem Müll natürlich umgehen können. Aktuell ist die Produktion noch nicht so, dass wir sagen können, okay, wir gehen hier gleich unter. Aber es ist hier ein Verkippungsgebiet. Und da werden wir Müll hinschmeißen. Muss man natürlich strategisch überleben, wo zur Hölle man das platziert. Und ich würde sagen, wir tun als erstes einfach hier den Küstenbereich nehmen, den wir hier haben. Und schütten den auf. Dann werdet ihr merken, jetzt wird dann ein LKW dahin fahren. Der fährt jetzt hier zu der Deponie. Schnappt sich den Müll, der drin ist. Und fährt jetzt damit zu unserem Depot oder zu unserer Abfallstelle und wird das langsam machen. So, rein theoretisch würde bei dem aktuell sogar nur einer reichen, weil die so schnell wieder da sind, dass alles in Ordnung ist. Grundlegende Landwirtschaft. So, das haben wir jetzt erforscht. Bedeutet, wir sollten jetzt hier unten hier
Lebensmittel haben und eine Farm bauen können. Farmen sind wichtig, um die Ernährung der Bevölkerung halten zu können. Das ist sogar, also wirklich echt, echt wichtig. Ich überlege gerade, wo ich die jetzt fürs Erste hinbaue, weil ich weiß noch nicht, wie ich die Stadt erweitern werde. Ich würde die gerne nach hier unten noch zwei erweitern und dann nach hier drüben vielleicht. Oder ich ziehe sie direkt hier hoch. Weil natürlich, je nachdem, wo ich dieses blöde Ding baue, habe ich fürs Erste keinen Platz mehr, das anderes zu bauen. Ich baue die erstmal hier lang, dann mache ich... Ich platziere die hier hin und hoffe, dass ich genug Platz habe, um was... um den Rest zu machen. Das ist so die erste Farm, die jetzt einfach mal bauen. So. Später müssen wir nicht auch das Schiff reparieren, damit wir hier machen können. Grundlegende Wartungs-Tutorial-Werkzeug. Das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. So, nee, da ist noch nichts. Der Wald wird langsam gerodet, weil dann können wir danach hier langsam anfangen, den Berg einzurammen. Roten Pflänzchen. Es schaut schon lieb aus. Also das ist echt lieb und schön gemachtes Spiel. So. Jetzt seht ihr die Construction. Die ganze Schutzfolie außenrum baut sich auf und kurz darauf ist die Farm da. Jetzt kann man hier leider aktuell noch nichts umstellen. In Zukunft werden wir auch einstellen können, wie viel Wasser was produzieren soll und hin und her. Was hier wichtig ist, wir brauchen rein theoretisch Wasser. Aktuell sagt er, okay, wir brauchen Wasser oder Regen. In Zukunft... Ach, Scheren. Timing nennt man das. Und jetzt fängt er an, sich Wasser zu sammeln. Und wird anfangen, Kartoffeln zu pflanzen. Diese Kartoffeln werden wir dann natürlich hier beim Essen brauchen, um das hier aufzufüllen. Aktuell hält das Essen noch für 34 Monate und wir haben noch 32 Arbeiter zur Verfügung. Wir brauchen natürlich für jede Maschine auch Arbeiter. Bedeutet, es wird alles relativ heikel. So, hier können wir auf jeden Fall noch genügend hinbauen. 6 passen hier hin, dann würde ich hier oben erweitern. Also hier einen Block hinbauen und das dann bis da vorne durchziehen. Als großen Block und dann vielleicht hier die Anschlüsse machen. Weil Planung ist, man wird es nicht glauben, aber echt wichtig in dem Game. So, Konstruktion haben wir jetzt dann gleich erforscht. Bedeutet, wir können dann die ersten Bauteile sozusagen errichten, auch Maschinenteile und alles Mögliche. Sehen wir hier schön Konstruktionsteile. Dafür brauchen wir Betonplatten zum Beispiel, um die Konstruktionsteile herzustellen. Maschinenteile gehen relativ easy, können wir direkt machen. Kupfer und Gummi, um Elektronik herzustellen, ist natürlich wieder ein bisschen schwerer. Aber wenn wir alles mal brauchen, dann das müsste jetzt hier drunter sein, genau. Montage manuell heißt es aktuell. Und die platzieren wir jetzt erstmal hier. Das wird alles in Zukunft ein bisschen, ich nenne es mal unordentlicher. Und hier können wir jetzt aber schon sehen, wie der Müll in den See fliegt. Was natürlich super ist. Einer von denen arbeitet, der andere leider nicht aktuell, wie scheint. Wir haben ja auch noch genug Ressourcen aktuell. Und die haben sehr viel Betonplatten natürlich, damit es ausschaut. Ich platziere jetzt hier gleich mal 3 oder 4 Stück einfach. Weil die sich gegenseitig so Sachen machen. Der kriegt von mir jetzt auf Auftrag, Maschinenteile zu produzieren. 2 will ich mit Maschinenteilen auf jeden Fall mal haben. Was da auch passiert, auch aufpassen muss, die Dinger brauchen keinen Treibstoff. Die verbrauchen Treibstoff. Bedeutet, wenn ihr keinen Treibstoff habt, kein Diesel, steht eure Produktion komplett. Also dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr werdet stehen. So, der wird schon Maschinenteile herstellen, genau. Der kriegt von mir jetzt Konstruktionsteile. Und jetzt wird erst auch mal Maschinenteile. In Zukunft kannst du natürlich überall Bänder hinlaufen lassen und. Dann wird es passen. Dann könnt ihr die Geschwindigkeit jetzt erhöhen. Dann passiert schneller etwas. Und du siehst natürlich auch, der Boden passt sich der Situation an. Bedeutet, wo viel gefahren wird, entstehen Spuren. Man sieht es hier sehr gut oder hier.
Hier, wo die Autos drehen, sie hier halt hin und her fahren immer wieder. Hier hat sich schon eine Rinne gebildet. So. Stück für Stück werden jetzt die Bäume abgerissen. Zack. Ich habe ihn gleich, als ich zuletzt gespielt habe, 4 von denen rumfahren lassen, habe einfach Wald für Wald gerodet. Problem war, irgendwann hast du nicht mehr Wald zur Verfügung. Also ich hatte keinen Wald mehr zur Verfügung am Anfang. Weil ich erst aus dieser tiefen Mulde raus musste. Boah. Ich sag's, ich habe mich so oft knapp nur retten können. Das war nicht mehr lustig. So, die haben jetzt sich die Kartoffeln geschnappt von der Farm. Und tun die jetzt hier platzieren. Schauen wir mal, ob irgendwann dazwischen nochmal was Neues kommt. Aktuell noch nicht. So, Bergbau haben wir jetzt erforscht. Und dann kriegen wir hier Fahrzeuge. Also das Depot errichten wir jetzt einfach mal hier neben. Oder auch hier vorne einfach. Ah, wo kriegt es nicht irgendwo noch vielleicht hin, wo es cooler schaut? Es kommt einfach hier neben. So. Das heißt, ich ziehe dir jetzt einen LKW ab. Das ist hier die Sache, die braucht natürlich jetzt von den Teilen hier. Und es fehlt aktuell Holz. Oder wir können rein theoretisch dem eine höhere Priorität setzen, die 9. Und wenn alles gut läuft, nach Plan, genau, dann tut er jetzt dem auch befüllen. Und dann kann der jetzt auch... Ja, die haben schon wieder Kartoffeln bekommen. Ich den Markt wieder auf, damit die dementsprechend... Du musst schauen natürlich, dass die auch ernährt sind, sonst gehen deine Arbeiter weg. Hast du keine Chance mehr hier. Weil ohne die Teile kann ich hier nichts bauen. So ein Handelsdock kann ich jetzt mittlerweile auch bauen. Musst du natürlich schauen, dass du dementsprechend die freie Stelle kriegst. Hier nicht unbedingt so einfach. Eingang zum Meer blockiert. Hier ging es. Hier könnte ich zum Beispiel den Hafen aktuell platzieren. So, und dann könnte ich hier rein theoretisch den Handel dann beginnen. So, wir müssen jetzt schauen, dass hier so viel wie möglich passiert. Na, jetzt könnte er mittlerweile wieder einen Weg bauen. So, die produzieren aber brav, wie es ausschaut. Hat der noch genug? Ja, der hat genug. Aber du siehst, die Wälder, oder ihr seht, die Wälder verschwinden extrem flott. Also das ist halt echt irgendwann ein Problem, wenn man keinen Wald mehr hat und hat keinen Zulieferer oder irgendwas. Du musst Stück für Stück schauen, dass du an Wald kommst. Was man natürlich auch machen kann, ist sagen, hey... Ich will, dass das hier aufgefüllt wird. Dann baust du dir sozusagen eine Rampe mit Müll. Oder halt mit Resten, die auch zum Beispiel durch einen Abbau passieren. So, jetzt steht die Werkstatt. Und jetzt können wir hier natürlich raussuchen, was wir bauen wollen. Ich werde jetzt erstmal für einen von ihnen hier noch. Um den Metallzyklus zu holen. Danach hätte ich gerne 2 Bagger. Und nochmal 2 oder 3 Wagen. Das wird nicht immer schlimmer, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und sobald sich das mit der Holzproduktion gelegt hat oder Holzlagerproblem gelöst hat,
wird es hier relativ easy gehen. So, Lager kannst du ineinander setzen, so wie ich es jetzt hier mache. Dann kommt dieses Connect-Zeichen. Und dann geben die so in sich ineinander über. Dieselgenerator wird auch noch wichtig. Aber aktuell brauchen wir den noch nicht. Warum international keine zugewiesenen LKW? So, das ist der neue schon. Der kriegt von mir direkt auch zwei wieder. Deswegen will ich den nachbauen, weil wir werden viele, viele brauchen. So. Hier. Und dann brauchen wir einen, der das hier überprüft. Die dementsprechenden Bauarbeiten. Für das stellen wir den mal hier hin. So. Sollten wir auch Wasser oder sozusagen sammeln können. Das machen wir hier mal am Meer. Ich baue halt gerne immer ein bisschen frei, damit ich noch Platz dazwischen habe, wenn was ist. Kann mir teilweise zum Verhängnis werden, aber auf der Karte denke ich eher weniger, weil die doch ein bisschen offener ist und einfacher, die verschiedenen Stufen zu erreichen. Also allein hier hochzukommen wird angenehmer wie auf der anderen Karte. Und dann kann ich hier natürlich noch schauen, dass ich es planiere, abbagger, dementsprechend aufschichte. Ist ja alles möglich in dem Fall. So, jetzt haben wir zwei LKW auf unterwegs und jetzt werde ich ihm sagen, hier, schau her, nimm hier das als Holzlager. Und dann wird hierfür erst unser Holz gelagert. So, und jetzt muss ich hoffen, dass sie den mal fertig bauen. Du kannst hier oben den neuen Bereich zuweisen und den auch relativ groß machen. So. Ich würde hier gerne erstmal schauen, dass wir so viel wie möglich von dem Bereich hier mitkriegen. Oder versuche ich von hier nach so viel wie möglich gleich mal zu erreichen. Und dann würde ich erst gerne mal eine... gerade reinbaggern. Sollten wir gleich zwei Bagger zur Verfügung stehen haben? Oder wir haben schon zwei Bagger zur Verfügung stehen. Problem scheint aktuell zu sein, dass wir nicht genug von denen haben. Wir bauen jetzt auch mal direkt das Handelsdock noch. Und ihr seht schon, das Treiben wird immer hektischer und hektischer. Es wird immer mehr passieren, immer mehr geht ab. Zum Glück haben wir mittlerweile genug Holz, bedeutet, die liefern das alles aus. 140, 160, jetzt kommt der letzte mit 180 noch. Ist das Lager auch wieder leer? So. Und hier kann ich handeln mit einem Dorf, mit dem Nachbarn direkt hier. Das ist der nächste, den wir haben. Und kann ihm sagen, hey, ich nehme von dir für 20 Holz, nehme ich 20 Betonplatten in dem Fall zum Beispiel. Oder ich verkaufe Kohle für Diesel. Könnte für uns noch wichtig werden. Oder ich mache es andersrum. Ich verkaufe Diesel für Kohle. Alles ist hier relativ möglich. Genauso kann ich hier Holz gegen Eisenschrott eintauschen. Sozusagen bis meine Eisenmine läuft, dass ich sozusagen den Schrott von anderen beziehe. Sozusagen. Die werden auch relativ schnell für uns hier obsolet fallen. Deswegen, die stehen hier einfach nur rum. Die stehen, auch wenn du es so siehst, auf einer blöden Position hier mittendrin. Aber ich weiß halt nie, wo ich dann was hinplatzieren soll. So. Wie schaut es hier aus? So, das haben sie fertig gebaut. Das lagert Wasser und damit kannst du dann das hier bestücken. Kultur bist du überleben. Bedeutet, eigentlich müsste jemand mal hier dem wieder Wasser zuschießen. Aber ich weiß nicht, wieso sie es nicht machen. Die Möglichkeit gäbe es. Hier werden direkt mal zwei Bagger und zwei LKWs zugewiesen. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir nur noch zwei freie LKWs. Natürlich nicht gut. Nicht gut. Und ich habe auch keine Maschinenteile mehr. Oder wir tun den jetzt hier, auf das sie umschalten. So, und jetzt fangen die an, hier den Berg abzubaggern. Und ich, meine Regel ist immer so, du brauchst mindestens einen Bagger, der für jeden Bagger einen LKW. Der weiß jetzt nicht, wohin damit.
Und das ist jetzt so das nächste Problem. Die können wir jetzt abreißen. Sind mittlerweile unwichtig geworden. Die sollen jetzt Kohle schlucken, aber wir haben hier ein Lagerproblem. Was ich jetzt hier mache, ist dann in dem Fall, ich platziere jetzt dadurch, dass hier immer die Produktion fürs Erste stehen wird. Weil drei Lager, weil von denen viel zu haben, ist gar nicht schlecht. Den schalten wir jetzt aus. Da soll jetzt die produzieren anfangen. Und jetzt geben wir ihm hier Eisen. Und dadurch, dass das nach da vorne durchfließt, geht es direkt hier rein, tut das als Eisen belegen. Da sehen wir es natürlich schon, die sind aktuell stark ausgelastet, haben viel zu tun. Das ist natürlich alles so ein bisschen blöd. So. Und ja, meine aktuelle Variante mag wahrscheinlich nicht die beste sein, aber es ist aktuell meine Variante und mit der bin ich relativ happy noch. Und deswegen ziehe ich die auch gerne durch noch. So. Ich ziehe jetzt jedem von denen einen ab. Dann haben wir wieder einen mehr. So. Vorteil ist, ich kann jetzt hier hingehen, rein theoretisch sagen, hey, ich habe Holz. Willst du nicht mir ein bisschen dein Metallschrott verkaufen? Und vielleicht ein paar Betonteile, weil von denen habe ich nichts. Jetzt kann die schon mal arbeiten wieder. Bis halt hier Kohle gebraucht wird, dauert es immer seine Zeit jetzt. Wir haben leider aktuell noch nicht, glaube ich, die dementsprechenden Sachen, die ich bräuchte. Wir können jetzt hier natürlich schon Ölpumpen bauen und Öldestillerien, bedeutet, wir können selber Diesel herstellen. Wir können hier relativ flott viel selber machen. So, Limestone haben wir gleich hier oben gehabt. So, und wir können jetzt hier verkippt werden. Kann Erde, Gestein, zerkleinert der Schlag und Abfall. Das Problem ist leider, wir haben aktuell noch nicht die Lager, die wir bräuchten, um... Das Lager brauchen wir jetzt nämlich. Das Kohlelager. Was muss denn da noch rausgebaut werden eigentlich? Das sind noch die Sachen, die drin sind. Ah. Jetzt sehen wir schon, jetzt aktuell ist es natürlich dadurch, dass wir hier gestaut hatten, alles ein bisschen blöd noch. Wir müssen alle noch nachproduzieren noch. Deswegen wird uns jetzt schlechter Wartungszustand. Oh, ihr Scheiße, ich hab's vergessen. Der Wartungszustand, wo war das? Jetzt haben wir schon 0% Wartung, bedeutet, uns werden Maschinen ausfallen. Das ist eigentlich das, was du vermeiden solltest. Auch nur, weil ich vergessen habe, wo die Scheiße ist. Wo ist denn das Wartungsgebäude? Wartungsdepot. Ich glaube, eins der wichtigsten Sachen, und ich vergesse immer wieder. Ich stelle gleich mal drei hin. Irgendwann werde ich die umplatzieren, einfach weil ich es brauche. Was brauchen die alle? Die brauchen natürlich jetzt 40 von unseren Kollegen hier, die wir nicht mehr haben. So, come on. Die Bagger baggern das jetzt langsam weg. Wir können den natürlich auch als Auf sagen, hey Leute, schaut her.
Ich will hier nach oben. So. Und dann geben wir hier also die Baggeraufgaben mal zur Seite. Tun ihnen dann sagen, hey, verschütte währenddessen, aber bitte hier den ganzen Rest. Dann bauen die uns jetzt sozusagen einen Auffahrt in den nächsten Stock schon. Der wartet aktuell noch auf seinen Auftrag, dass er die Kohle los wird. Das kann natürlich noch kurz dauern. Mit der fehlenden Wartung macht es das natürlich auch nicht besser. Aber man kann halt nichts machen. Wir müssen jetzt darauf warten, dass wir genug Wartung haben einfach. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.